Hallo, herzlich willkommen. Hier sind wir hier zurück bei Optionsstrategien TV und ich schreibe gerade einen Artikel für das Traders Magazin. Und zwar geht es da um Währungsoptionen, also Optionen auf den Währungsmarkt. Und mir ist beim Schreiben dieses Textes wieder mal eines sehr, sehr bewusst geworden. Und zwar, warum wir als Optionsverkäufer quasi zwangsläufig zu den Gewinnern am Markt gehören müssen. Wieso, weshalb, warum? Das jetzt hier im Video. Also, wenn wir Optionen verkaufen, dann ist es ja immer so, ich habe das auch damals im Buch begründet, warum wir schon rein statistisch betrachtet die besseren Voraussetzungen haben, als am Ende als Gewinner vom Tisch zu gehen, als beispielsweise die Käufer einer Option. Jetzt ist es aber so, da gibt es natürlich immer viele, die das dann anzweifeln und sagen, ja, stimmen denn diese Statistiken überhaupt? Die Statistiken sind ja auch ein paar Jahre alt. Ist es denn tatsächlich so, dass so viele Optionen am Ende wertlos verfallen? Und da wird dann immer so eine große akademische Diskussion daraus gemacht. Nun könnte ich ja einfach sagen, ja, okay, dann schau dir einfach meine Kontoauszüge an, schau dir mein Trading der letzten Jahre an, dann weißt du, dass Optionsverkauf funktioniert, oder schau dir einfach die Ergebnisse unserer Kunden an aus den Coachings beispielsweise, dann weißt du, dass es funktioniert. Mir ist aber jetzt beim Schreiben bewusst geworden, warum es noch eine sehr, sehr gute Begründung gibt, warum Optionsverkaufen tendenziell funktionieren muss. Das heißt, nicht jeder Trade wird ein Gewinner werden und auch nicht jeder, der Optionen verkauft, wird automatisch zum Gewinner. Aber es gibt einen Punkt, der im Grunde genommen ganz genau begründet, warum das Verkaufen von Optionen definitiv ein gewinnbringendes Unterfangen sein muss. Nämlich, wenn man weiß, dass Optionen ja vorrangig als Versicherungen dienen. Das heißt also, du kaufst dir ja eine Option, weil du dich gegen ein Preisrisiko absichern willst. Ich weiß, viele kaufen auch Optionen, weil sie einfach damit spekulieren wollen. Also sagen, okay, ich kaufe einen Call, weil es nach oben geht, oder weil ich erwarte, dass es nach oben geht, oder ich kaufe einen Put, weil ich erwarte, dass es nach unten geht. Aber das ist ja nur das Ausnutzen der quasi Versicherung für Spekulationszwecke. Eigentlich sind ja Versicherungen mal gemacht worden, weil man gesagt hat, okay, ich habe ein Preisrisiko, egal ob das jetzt auf der Oberseite oder auf der Unterseite geht oder liegt, und jetzt kaufe ich mir eine entsprechende Option, um mich gegen dieses Risiko abzusichern. Das heißt also, der Ölverarbeiter kauft einen Call im Öl, weil er eben Angst hat, dass der Preis von Öl nach oben geht und er das Ganze teurer einkaufen muss, und der Ölproduzent kauft einen Put, weil er eben Angst hat, dass der Preis von Öl fällt und er damit für das, was aus der Erde holt, weniger Geld bekommt. Klassisches Versicherungsgeschäft. So, jetzt ist es aber natürlich so, wenn wir hier auf ein klassisches Versicherungsgeschäft haben, dann brauchen wir natürlich auch jemanden, der die Versicherung verkauft. Also das heißt, der die Rolle der Versicherung einnimmt. Und so gesehen sind wir als Verkäufer einer Option gar nicht so sehr Versicherungsverkäufer, sondern eigentlich sind wir sogar selbst die Versicherung. Und jetzt eine ganz einfache und logische Überlegung. Versicherungsgeschäft kann nur dann funktionieren, wenn es für die Versicherung lukrativ ist. Das heißt also, wenn eine Versicherung Verträge verkaufen würde und am Ende würde diese Versicherungsgesellschaft, egal was sie jetzt macht, ob sie jetzt Kfz-Versicherungen macht oder Lebensversicherungen oder es spielt keine Rolle, du kannst hier jede Art von Versicherungen hernehmen. Wenn am Ende dieses Versicherungsgeschäft nicht profitabel wäre, dann würde die Versicherung ja kein Geld verdienen und dann würde sie ihren Geschäftsbetrieb einstellen. Also niemand würde ja eine Versicherung führen, wo die Versicherungsnehmer auf Dauer mehr aus den Versicherungsverträgen herausziehen, als die Versicherung einnimmt. Der Einzelne durchaus mal. Also wenn du jetzt sagst, mach mal ein Beispiel, du kaufst jetzt heute ein neues Auto, gehst da irgendwie, nehmen wir mal was Schönes, kaufst einen schönen Porsche und der kostet irgendwie 150.000 Euro. Und jetzt gehst du halt zu deiner Versicherung hin und sagst, hier, ich möchte mein Auto versichern
nagelneuer, schöner 911er, ein Targa, was weiß ich, kostet, hat 150.000 Euro gekostet und jetzt sagt die Versicherung zu dir, ja, okay, pass auf, kostet dich im Jahr 3.000 Euro. So, und dann zahlst du dir diese 3.000 Euro und morgen brennt dir diese Kiste ab, ist nur noch Asche, dann gehst du zur Versicherung und sagst, hier, Deal, ich habe dir 3.000 Euro gegeben, ich kriege jetzt von dir 150 und die geben dir die 150. War für die Versicherung ein schlechtes Geschäft. Aber nur in diesem einen speziellen Fall, da die aber nicht nur dein Auto versichern, sondern noch 100.000, 10.000, 100.000, Millionen andere Fahrzeuge, die nicht alle an einem Tag abbrennen, ist das für die Versicherung natürlich ein lukratives Geschäft. Weil wenn es das nicht wäre, würdest du nirgendwo eine Versicherungspolice kaufen können. Also wenn Kfz-Versicherung kein lukratives Geschäft wäre, könntest du keine Police kaufen, weil sie würde dir niemand anbieten. Niemand macht Geschäfte, wo er von vornherein weiß, ich kann hier nichts verdienen. So, und deswegen, wenn Optionen Versicherungen sind und wir Optionen verkaufen, dann muss die Preisgestaltung von Optionen immer so sein, dass diejenigen, die das Risiko übernehmen, wir die Verkäufer von Optionen, grundsätzlich auch dafür belohnt werden. Das heißt, wir müssen einen Überschuss erzielen. Jetzt ist es natürlich so, dass wir als private Händler die Limitierung haben, dass wir eben nicht 100.000, 10.000, 100.000 Millionen von verschiedenen Optionen verkaufen können. Und deswegen müssen wir ja auch hergehen und sagen, okay, wir schauen uns die Trends an, wir schauen auf Volatilitäten und all diese Dinge, um zu versuchen, dann doch eben die morgen abbrennenden 150.000 Euro Autos auszusortieren. Aber grundsätzlich muss es einfach so sein, dass der Verkauf von Optionen ein lukratives Geschäft ist. Heißt nicht, dass es dem Jahr jetzt 100, 200, 300, 500% Rendite bringt. Darum geht es aber auch nicht. Das wissen wir alle. Ja, wir traden ja fürs regelmäßige Einkommen. Aber es muss einfach lukrativ sein. Weil wenn es das nicht wäre, wenn die Seite der Verkäufer keinen Vorteil hätte gegenüber der Seite der Käufer, dann würde es die Seite der Verkäufer nicht geben. Und da können jetzt alle kommen mit irgendwelchen schlauen Sprüchen. Ganz normales Geschäft. Jeder, der ein Geschäft hat, weiß, dass ein Geschäft nur funktionieren kann, wenn am Ende was überbleibt. Wenn nichts überbleibt, machst du den Laden dicht. Vielleicht nicht im ersten Monat, vielleicht nicht im fünften, aber irgendwann machst du ihn zu. So, und da es Optionshandel schon relativ lang gibt und es immer noch Leute gibt, die Optionen verkaufen, kann man ja sagen, okay, entweder alles arme Irre oder einfach die, die wissen, wie man eben einen Vorteil für sich an der Börse findet. Und der liegt eben beim Optionshandel definitiv im Verkauf von Optionen und nicht im Kauf von Optionen. Wobei das nicht ausschließt, dass auf der einen Seite Käufer von Optionen hin und wieder mal den Jackpot landen werden und umgekehrt Verkäufer von Optionen hin und wieder auch mal pleite gehen werden. Aber wenn man es in der Masse betrachtet, muss einfach der Optionsverkauf die lukrative Seite sein und der Optionskauf darf die nicht lukrative Seite sein oder muss die nicht lukrative sein, weil sonst dieses ganze Geschäftsmodell nicht mehr funktionieren würde. Im Grunde genommen eine relativ simple Geschichte, also ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber mir persönlich wird das immer mal wieder bewusst, wenn ich irgendwie Artikel schreibe oder wenn ich auch mit meinen Coaching-Kunden spreche oder auf dem Seminar. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich das tue, weil ich eben, indem ich all diese Dinge quasi mantrahaft wiederhole, weil ich es eben immer wieder sage, weil ich es immer wieder den Kunden erkläre, hat sich das natürlich auch bei mir so intensiv eingebrannt, meine Regeln, das, was ich tue, dass das Money Management, das Risikomanagement, die Positionsgrößenbestimmung, all diese Dinge sind eben durch die permanente Wiederholung und durch diese intensive Beschäftigung mit dem Thema bei mir so tief quasi in der, wie heißt es immer so schön, in der Festplatte eingelagert, dass mir das natürlich auch selber geholfen hat, im Laufe der Jahre ein besserer Händler zu werden. Und zwar einfach deshalb, nicht weil ich es, bevor ich all diese Dinge gemacht habe, das nicht auch schon gewusst hätte. Aber ihr wisst ja alle, im Trading gewinnst du ja nicht durch eine Strategie. Also Strategien sind schön, die müssen wir auch alle lernen. Du gewinnst aber durch deinen Kopf. Also nur wenn du von dem, was du tust, zu 100% und am besten zu 110% überzeugt bist, nur dann bist du in der Lage,
die richtigen Entscheidungen zu treffen, die am Ende profitabel sind. Und jeder, der nicht davon überzeugt ist, dass er im Trading Geld verdient, der wird auch kein Geld verdienen. Und der soll sich also nicht mit einer neuen Strategie beschäftigen, sondern der sollte sich als allererstes fragen, warum glaube ich denn überhaupt nicht, dass ich kein erfolgreicher Trader werde? Oder warum glaube ich denn, dass ich kein erfolgreicher Trader bin? Oder warum glaube ich denn nicht, dass ich ein erfolgreicher Trader werden kann? Das ist aber ein Thema für ein anderes Video. Das war's für heute. Fassen wir kurz zusammen. Verkauf von Optionen lohnt sich, und zwar aufgrund allein nicht nur dieser ganzen statistischen Auswertungen, die wir haben, sondern einfach, weil es auf dem Prinzip Versicherung basiert, und die Versicherung muss am Ende Geld verdienen, weil sonst hat sie keine Daseinsberechtigung. Das war's für heute. Schreibt mir mal in die Kommentare hinein, was ihr davon haltet, wie eure Überzeugung ist, Kauf, Verkauf von Optionen, was ihr vielleicht auch für Denkprozesse hier erlebt habt, woran ihr das festmacht. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann unterstützt diesen Kanal. Wir rennen gerade auf eine neue Abonnentenhöchstzahl zu. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir alle es schaffen, das Thema Optionen, Optionshandel und natürlich ganz speziell Optionsverkauf hier in Deutschland noch ein wenig größer zu machen. Und deswegen abonniert diesen Kanal, verteilt dieses Video, diskutiert, bewertet es positiv, weil all das hilft uns insgesamt unsere doch noch recht überschaubare Gruppe von Optionshändlern zu vergrößern. Seid dabei. Also, wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, euch alles Gute. Servus, macht's gut. Bye, bye.